Grüßt euch und herzlich willkommen zum 26. Teil zum Bau meiner Spurnullanlage. Oh je. Jetzt habe ich die ersten zwei Schichten hier schon mal vorbereitet. Jetzt mache ich mal meine dritte noch. Das mache ich, wie ich es immer mache. Ich habe halt meinen Styrodur schon zurechtgeschnitten. Und mache dann quasi, verklebt das erstmal und dann schneide ich die grobe Struktur raus. So. Schön draufgebappt. Ursprünglich hatte ich ja was Brachiales geplant. Aber ich mache ein bisschen was Sanfteres, glaube ich. Mal schauen. Ich wollte halt trotzdem eine gewisse Höhe, dass wenn ich hier mit dem Zug davor vorbeifahre, dass man noch dass man den Wasserfall noch sieht. Genau. So, jetzt hier das letzte Stück noch. Dann sind wir doch auf einem guten Weg. So, die letzte Schicht ist drauf. Die wird dann allerdings hier recht viel abgenommen. Und da kommt dann das eigentliche Flussbett oder Bachbett hin, quasi vor dem Wasserfall. So, das konnte jetzt über Nacht trocknen. Das ist jetzt ein schöner, mächtiger Klotz. Es wirkt jetzt ganz, das Ganze wirkt jetzt noch so ein bisschen wuchtig. Jetzt fange ich mal an mit dem Heißdrahtschneider. Und dann schaue ich es mir mal an, wie es ausschaut. Ich mache das aber jetzt, ich nehme den jetzt weg und mache das am Boden und zeige euch dann quasi das Endergebnis. So, jetzt habe ich das mal so weit zurechtgeschnitten, wie ich mir das vorstelle. Jetzt richte ich das hier mal aus, alles schön. Und genau, ich habe mir jetzt vorgestellt, dass ich hier vielleicht hinter dem Wasserfall noch eine Höhle mache, das überlege ich mir aber noch. Hier sollen Felsen hin, überall eigentlich. Hier so ein bisschen ausgewaschen alles, hier ein bisschen Felsen. Und ich habe das jetzt mal so hoch gewählt, weil mir ist eigentlich wichtig, deswegen auch die Perspektive, dass ich noch beim, wenn ein Zug davor vorbeifährt, dass ich den Wasserfall dahinter noch so ein bisschen sehe. Genau, und jetzt geht es dann als nächstes weiter, jetzt werde ich das Ganze dann mal hinkleben und dann wird gegipst. So, das Ganze konnte jetzt stilecht trocknen. Jetzt habe ich als nächstes vor, das Ganze zu befelsen. Und da habe ich mir hier schon eine Kiste gemacht mit Felsen, mit Gussfelsen. Und da suche ich mir jetzt mal die richtigen raus. Da mache ich jetzt mal ein kleines Stück. Und zwar mache ich das immer so, dass ich mir das anlege und so ungefähr, wie es sich rausgehen könnte vom Puzzeln, vorbereite und dann mir eine Mischung mache aus Gips und das dann auftrag und dann gleich rein Gips. Und jetzt mache ich mir mal ein Puzzle und dann geht es auch schon los. So, jetzt habe ich mir das hier mal so grob zurecht gepuzzelt. Habe hier noch Wasser mit einem alten Pinsel und hier habe ich jetzt meinen Gips. Und der ist relativ sämig, würde ich sagen. Den lasse ich jetzt noch ein bisschen anziehen, weil fest wird er dann von allein. Und dann geht's los. So, jetzt hat es ein bisschen anziehen können. Und jetzt fange ich mal an. Jetzt schmiere ich da mal rein. Schön hin sülzen. Und dann nehme ich mir mein erstes Teil. Das bekommt auch ein bisschen was auf die Rückseite. Und dann drücke ich das da rein. Das war wahrscheinlich jetzt ein bisschen zu viel. So. Dann verstreiche ich das schön. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. Jetzt habe ich mal die erste Felswand gemacht. Ich wollte es eigentlich filmen, aber es war so ein bisschen, ich hatte diverse Probleme, sagen wir mal so. Jetzt probiere ich es mal daneben nochmal zu filmen, ohne Komplikationen. Hier habe ich mir jetzt noch gedacht, da mache ich so einen Fels-Erdrutsch hin. Dann mache ich hier unten so einen Haufen hin.
Das muss ich mal sehen, wie ich das gestalte, aber so soll es dann sein, das Ganze. So, ich hatte jetzt zeitweise zu kämpfen. Es ging alles nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber jetzt mache ich hier unten zumindest noch das, da wo der Wasserfall reinfällt, das kleine Becken quasi. Wird jetzt noch gespachtelt schön. Und ich weiß auch schon, woran es liegt. Beim letzten Mal, als ich das gemacht habe, habe ich ein bisschen Rotband Gips mit reingemacht in meine Mischung. Und dadurch ging das dann besser. Das habe ich diesmal nicht gemacht, weil ich mir das anders überlegt hatte, aber das war ein Käse. So, aber jetzt sind wir aus dem Gröbsten raus. Das hebt jetzt soweit. Jetzt muss ich es dann noch ein bisschen fein bearbeiten alles. Und genau. Jetzt muss ich hier nochmal ein kleines bisschen machen. Da hat es nicht gereicht. Und dann lasse ich das trocknen. Und dann kann ich hier noch an den Felsen so ein bisschen die Details rausarbeiten. Und genau. Und dann geht es schon an die Farbgestaltung eigentlich. Dann muss ich schauen, wie ich mir den Bach und den Wasser, also den Zulauf hier mache und so. Es wird noch recht abenteuerlich alles. Aber gut. Ursprünglich war ja der Plan, dass ich das hier so glatt lasse. Das gibt es zwar, aber ich habe mir jetzt überlegt, ich mache hier jetzt noch so ein bisschen weiter rein, Felsen und dann Wasserfall, dass das nicht so, ja, es ist ein bisschen viel geworden, das korrigiere ich jetzt noch ein bisschen. So, das ist jetzt alles schön durchgetrocknet, mehrere Tage. Jetzt habe ich mich kurzerhand noch entschlossen dazu, dass ich das hier so ein bisschen sanfter auslaufen lasse. Das werde ich jetzt auch noch ein bisschen gipsen. Und dann wird hier mit Gipsbinden der Rest überarbeitet bzw. überzogen. Jetzt habe ich den Hintergrund mal weggemacht, habe die Gleise weitestgehend abgedeckt und jetzt fange ich an, mal den Rest hier noch zu gipsen mit Gipsbinden. Die Gipsarbeiten sind jetzt fürs erste Mal abgeschlossen. So schaut's aus. Jetzt lasse ich das Ganze mal schön trocknen. Und genau, hier geht es dann weiter. Da müssen wir jetzt schauen, weil hier soll ja dann Wald hinkommen, wo mein wunderbarer Verhau ist. Da werde ich auch noch so leichte, sanfte Hügel machen. Vielleicht hier auch noch, hier vorne noch einen hin, dass das so ein bisschen übergeht quasi ins Flache. Und hier soll ja dann Wald hinkommen. Und der wird sich wohl auch hier hoch erstrecken quasi. Hier habe ich mir überlegt, wo dieses Plateau ist. Da kommt so ein Sprungfels hin für die Dorfjugend. Die macht da ihre Mutproben und jumpt dann da quasi ins Wasser. Genau, da mache ich dann hier so einen kleinen Pfad noch hoch. Weil hier ist ja dann eh der Wanderweg übers Gleis und dann hier runter, hier zwei Holzbrücken über den Bach und hier geht es dann zum Posten. Da muss ich schauen, ob ich den auf die Seite mache oder ob sogar auf der Seite Platz ist. Das werde ich sehen. Auf jeden Fall geht dann hier nochmal ein kleiner Bahnübergang drüber und dann geht es hier auch wieder berghoch. Genau, das ist jetzt der Stand der Dinge. Jetzt werde ich es dann als nächstes einfärben. Bevor ich jetzt hier was malern anfange, muss ich das Ganze noch schön gerade schneiden. Dann verklebe ich die Kante mit ein bisschen Leim, dass mir das nicht einreißt. Dann ist die ein bisschen stabiler. Das konnte jetzt trocknen
Und ich habe es noch mal ein bisschen ausgebessert mit Spachtel. Und jetzt geht's ans Eingemachte. Jetzt wird das erste Mal, beziehungsweise jetzt hier das zweite Mal gemalert. Und schauen wir mal, was rumkommt. Jetzt habe ich mal das Braun drauf. Nicht erschrecken, das bleibt nicht so. Gerade hier unten macht es natürlich überhaupt gar keinen Sinn. Ich habe es jetzt einfach mal mit eingefärbt. Genau, jetzt werde ich als nächstes dann den Untergrund hier so ein bisschen vorbereiten und hier oben und das Bachbett quasi farblich gestalten. Und die Felsen mache ich dann wahrscheinlich auch noch zeitnah. Das muss ich jetzt mal schauen, wie ich das mache. Das weiß ich noch gar nicht. Nachdem ich vergessen hatte, meinen Steig noch mit zu installieren, habe ich jetzt das noch nachträglich gemacht. Das muss ich jetzt ein bisschen trocknen lassen. Und dann kann man zu dem Sprungfelsen quasi hochwandern. Und dann fange ich mal mit meiner Felsbemalung an. Dafür habe ich jetzt hier einfach mal, ich zeige es euch, ein Sky Cray von Vallejo. Und ja. Das wird jetzt erstmal, das habe ich stark mit Wasser verdünnt. Das trage ich jetzt mal schön auf. So. Ich finde das jetzt auch gar nicht schlimm, wenn jetzt irgendwo noch ein bisschen Weiß dazwischen ist. Weil da kommt jetzt dann, nachdem ich es trocknen habe lassen, eh ein schwarzes Wasch drüber. Ich meine, das ist der Standard. Da mache ich jetzt nichts Besonderes oder Außergewöhnliches. Und ich habe zwar überlegt, ob ich ein paar. Ja, so Eisenerzadern reinmalern soll, aber irgendwie gefällt mir das nicht so richtig. Und deswegen lasse ich das. Gut, jetzt lassen wir das trocknen. Und während das jetzt trocknet, möchte ich euch noch meine neue Errungenschaft, die bei mir eingetrudelt ist, zeigen. Ab sofort werden bei mir Waren gekühlt über die Anlage transportiert. So, und dann habe ich ein dünnes schwarzes Wash mir gemixt und das habe ich hier schon ein bisschen getestet. Und dann fange ich damit an. Da gehe ich jetzt ein bisschen sorgfältiger vor, dass das alles schön in die Ritzen läuft. Aber bei Dingen, bei Grau finde ich das jetzt gar nicht so schlimm, wenn da ein bisschen Weiß noch durchscheint oder ja, an der einen Stelle ist es ein bisschen heller oder ein bisschen dunkler. Weil da kommt dann eh noch das Schwarz drüber. Da kommt dann ein bisschen Struktur in den Stein. Also meines Erachtens nach. So, und dann wird schön gewascht. Das ist jetzt relativ dünn, aber ich gehe lieber zwei, dreimal drüber. Muss man mal schauen. Jetzt habe ich noch mal ohne Kamera quasi ein bisschen nachgebessert. Und jetzt gehe ich noch mal mit einem ganz dünnen Braun. Und zwar so dünn, dass es sich fast nicht lohnt. Bisschen drüber. So, und wer sich jetzt wundert, es war mir zu dunkel und ich mache es jetzt nochmal. Ich bin jetzt einfach nochmal mit einem hellen Grau drüber und jetzt gehe ich morgen mit einem Schwarz drüber. Das lasse ich es mal über Nacht trocknen und ja, hoffentlich wird es besser. So, nachdem es getrocknet ist, schnappe ich mir ein Silbergrau und fange. Also, das ist ja kein Hexenwerk. Habe ja das Rad hier nicht neu erfunden. Pinsel eintauchen, bisschen ausstreichen und dann kranieren. So, das mache ich mal alles komplett. So, nachdem ich fertig bin mit dem Kranieren, schaut das Ganze so aus. Das muss ich jetzt dann natürlich alles noch begrünen und hier mein Erdrutsch und alles. Aber das mache ich in der nächsten, im nächsten Teil. Außerdem kommt dann hier noch das Bachbett hin, oben natürlich auch. Da geht mir eh schon so ein bisschen die Düse. Da kann man wahnsinnig viel versauen. Ich habe zwar schon mal eins gemacht, aber ja, schauen wir mal, was rumkommt. So wird es ausschauen. Soll es dann erstmal für heute gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal.